So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge waren wir ja in der... betretes mechanische Fundament. Also, wir waren wir hier und sind irgendwo über Brücken gelaufen und haben dort ein Experiment mit ansehen dürfen, was zum Glück geglückt ist. Und ich hatte ja gesagt, dass wir uns mit irgendeinem Gazellen-Gazon oder so irgendwie uns mal kurz... abstimmen. Oder? Genau, gesetzt ist Sonnenberg in die gerade Erinnerung. Das heißt, wir müssen doch dorthin. Ach ja, das war. Oh ja, stimmt. Wir müssen ja dort irgendwas finden. Ich glaube, das war ein Kristall. Und mit dem können wir dann dieses Fakt. Um zum Leben, also mehr oder weniger zum Leben erwecken. Na, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das natürlich alles zusammen gemacht. Da hätten nämlich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Und ich hoffe einfach mal, dass es relativ weit am Anfang ist und wir nicht nochmal querbeet dort durchrennen müssen, um dieses Integra der Erinnerung zu bergen. So, da, ja, Gefecht und Gnadigungsausweis, es kann gut sein, ich nehme mal mit und jetzt geht es hier weit, ach, da muss ich hin. Und dann mal schauen. Hallo. Okay, wir sind in die Richtung. Oh, wir müssen ja wirklich... Ja, vom Schatten machen wir bitte deine Arbeit. So. Und irgendwie ist es alles ein kleines bisschen leise. Dann machen wir einfach mal auf 60. Effekt 30. Ja, ich glaube, das reicht. So. Oh ja, was zu essen wäre jetzt echt nicht schlecht. Ja, was ist mit uns so? Haustiere? Ich habe keine Haustiere, aber ich hätte gerne Haustiere. Obwohl, ich habe einen Begleiter. Ich habe einen Begleiter. Das ist ja fast das Gleiche. So. Hätte ich das eigentlich auch schon vorher mitnehmen können oder erst nur dann, wenn das nicht die Quest angenommen habe? Ah, die Musik ist ja auch, ich will jetzt nicht sagen gruselig, aber schon ein bisschen, ja, unbehaglich. So ein bisschen sehr mechanisch klingt das alles. So, und ich glaube, jetzt müssen wir doch wieder dort lang. Oder dort rein. Hier runter, oder? Ne, wir müssen hier hoch und dann hin und dann runter. Das ist alles hier ein bisschen sehr verwinkelt. Und dort drin müssen wir auch das mechanische Fundament noch betreten. Und ich glaube, das hat das ja mit der Hauptquest zu tun. Reaktorbezirk. Aber eigentlich haben wir diese Fähigkeit freigeschaltet, dass wir uns 50% den Gegnern annähern können. Und dass sie uns dann erstmal unsichtbar ersehen. Also das heißt, wir können relativ nah an ihnen vorbeireiten und müssen jetzt keine Angst haben, dass wir nur gegen sie kämpfen müssen. Das ist sehr schön. Ja. Ihr seid heil zurück. Wie schillernd. Ja, wie schillernd. Ich habe in eurer Abwesenheit einen Rahmen für das Faktotum eingerichtet, in den es hineinpasst, während wir seine Teile wieder zusammensetzen. Ich überlasse euch die Ehre. Welche Ehre meint ihr? Die, das Integral der Erinnerung zu installieren. Ihr habt den Kopf gehört. Steckt den Kristall in den Wulst auf seiner Stirn. Und keine Angst, ihr könnt ihn nicht kaputt machen. Sotasil baut seine Schöpfungen für die Ewigkeit. Alles klar.
Dann fangen wir mal an. Platz ganz links, bitte. Euer links, nicht meins. So, ich spreche mit dem verputten Kopf. Reflektiere. Reflektiere. Oh, jetzt fühle ich mich definitiv voll aufgezogen. Was für ein freundlicher und großzügiger Apostel ihr seid, was meines Wissens nach eher ungewöhnlich ist. Seid ihr eines der ersten Faktoren? Reflektiere, reflektiere. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich das bin. Schön. Ich habe keine Aufzeichnungen über andere meiner Art gespeichert, die älter wären als ich. Daraus schließe ich, dass ich der Allererste sein muss. Glänzend. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Aber ihr dürft mich Vorläufer nennen. Also Vorläufer, wisst ihr, wo der Rest eures Körpers Natürlich. Ist? Natürlich. Lasst mich in meinem Integral der Erinnerung nachsehen. Es sollte gleich... Großer Sotasil im Sanktum. Jemand hat an meiner kristallinen Erinnerungsmatrix herumgespielt. Aber wartet, da ist etwas eingebrannt. Ich scheine eine Notiz an mich selbst hinterlassen zu haben. Was steht da? Willkommensgruß an mich. Inzwischen wirst du dich bestimmt fragen, was mit unseren Erinnerungen geschehen ist. Dunkle Mächte haben sich verschworen, um unser Wissen über die Welt zu korrumpieren. Aber sei ohne Furcht. Ich, dein Ich aus der Vergangenheit, habe unsere Erinnerungen in unseren anderen Teilen abgespeichert. Aber wir haben keine anderen Teile. Ein Umstand, den ich nicht in Betracht gezogen hatte. Das kommt jetzt von mir, nicht aus der Nachricht. Ich erinnere mich, dass mein Entwurf sowohl Dwemer als auch Uhrwerkteile beinhaltete. Ich erinnere mich auch an meinen Bauplan, weswegen ich euch helfen kann, sobald ihr meine Teile findet. Möge Sotasil euch führen, Apostel. Ich bin Puffin und ich bin kein Apostel. Ich verstehe nicht ganz. Meine Funktionen erlauben es mir nur, meinen Fürsten Sotasil und seine Apostel zu kennen. Ihr seid nicht mein Fürst und folglich müsst ihr ein Apostel sein. Okay. Ganz einfach. Habt ihr eine Anfrage oder vielleicht eine Aufgabe für mich, Apostel? Naja, ich sag mal so, ohne Körper ist es ein bisschen schwierig, eine Aufgabe auszuführen. Verblüffend. Das erste Faktotum, das Sotasil je erschuf. Wir müssen die Konstruktion einfach nur zu Ende bringen. Einfach nur. Je mehr Erinnerungen es zurückerhält, desto weiter können sich meine Forschungen entwickeln. Sitz im Rat. Hier komme ich. Wo finde ich die Teile? Der Vorläufer hat erwähnt, dass er aus Uhrwerk und Wemerteilen besteht. Nach ersteren sollte ich auf meinen Reisen durch die Stadt der Uhrwerke Ausschau halten. Letztere finde ich in den Dwemer-Ruinen von Tamriel. Und natürlich habe ich, wie versprochen, eure Belohnung. Wow, 344 Goldmünzen. Apostel, mir ist etwas eingefallen. Kommt schnell, bevor es rostet. Ja, sieht schon ganz stucklich aus. Die denn? Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das hier erstmal so weit abgeschlossen und müssen halt jetzt die Augen offen halten für andere Sachen, die für das erste Faktotum wichtig sind. Und ich würde sagen, dass wir das mechanische Fundament jetzt betreten und die Hauptquests damit weiter führen werden. Und wir müssen ja Kiriet ja irgendwie wiederfinden. Und die wurde ja, ich glaube, in dem Fundament wurde sie dann einfach dort reingeschmissen und sich selbst überlassen. Hier muss ich lang, oder? Muss ich hier lang? Ja, ich muss hier lang. Okay. Lasst mich bloß. Alle in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. So. Da haben wir das Fundament. So. Da sind wir. Was haben wir hier? Nix. Okay. Kiriet, ich komme. Ach, da bist du ja. Ich dachte schon. Haben sie euch auch hier reingeworfen? Ich wusste, ich kann nicht die Einzige sein, die so von Konstabler Baldan überrumpelt wurde. Eigentlich bin ich hier heruntergekommen, um euch zu finden. Wir sollten gehen. Ihr habt recht. Das sollten wir. Und das könnte ich. Aber noch nicht. Doch, Kiriet. Ich habe ein anderes Opfer von Baldan getroffen. Ein Khajiit namens Lankin. Er hat sich hier unten eingerichtet, aber er ist kein Krieger. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn hier raushole. Leider wurden wir getrennt.
In Ordnung, wir können nach ihm suchen. Das ist die richtige Einstellung. Ich habe es geschafft, dieses Schwert aus einer Leiche in der Nähe zu ziehen. Viel ist es nicht, aber für diese Faktoten braucht man keine scharfe Klinge. Nur einen kräftigen Schwung und viel Geduld. Okay. Seid ihr bereit? Setzen wir uns in Bewegung. Alles klar, dann machen wir das. So, warum... Was ist denn eigentlich die Aufgabe von diesen Fakuden, außer hier rumzuwühlen? So, müssen die noch irgendwelche Sachen suchen, oder... Wurden die so programmiert, dass sie im Dreck rumwühlen müssen? Ist das... Nein, den Göttern sei Dank. Die Leiche ist viel zu alt. Suchen wir weiter. So. Heißt, in welche Richtung müssen wir? In die. Okay, alles klar. So, hier wir jetzt. Du hilfst mir aber, oder? Ja. Höhe mit Ö. Ja, nicht heilen. Die haben jetzt richtig weggeklatscht. Oh. So. So, meine kleinen Käfermechanoiden. Wie sind die jetzt? Ach, da. Okay. Machen wir ihn jetzt hier. Ordentliches Versteck, aber kein Lankin. Wir sollten weitersuchen. Ja, aber ich suche jetzt hier nicht jede Stelle ab. Ne? Also wenn er jetzt bei der nächsten nicht ist, dann müssen wir halt ihn einfach jetzt mal zurücklassen. Aber ich glaube, der Lankin war der, den wir ganz am Anfang gesehen haben, als wir das erste Mal auf deren Luciana Polo getroffen haben. Da hatten wir ja diesen Baldran ja gesehen und da hat ja ein Kaschid mit sich geführt. Also ich glaube, das ist bestimmt der Lankin gewesen. Nein! Nicht jetzt! Man könnte meinen, sie würden uns einfach in Ruhe lassen. Ja, wir könnten auch einfach jetzt verschwinden und den Kaschid zurücklassen, weil dann ist man nämlich nicht gegen die ganzen... Maschinen kämpfen. Aber ich glaube, das möchte ja nicht. So. Hm, das nehme ich mit. Wollen wir mal wieder. Arrivederci. Muss man in die Richtung? Oh, wie kommen denn jetzt noch hier? Nein, ich habe keinen Spaß. Es ist wirklich sehr nervenaufreibend. Ich habe einfach keine Lust, gegen diese Faktoren anders dann wieder zu kämpfen. So gut mache ich es noch eine Rolle. Oh, ey. Kopf auf dem Herd? Jemand hat ist es jetzt einfach? Ist es jetzt wirklich der Ernst? Wir sind dicht dran. Sinnlos. Richtig sinnlos. So, wie kann denn der sich eigentlich an diesen ganzen Faktoren vorbeischleichen? Die müssen ja eigentlich hier auf Alarmstellung stehen und dann jeden angreifen, so wie bei uns, so. Egal. I don't care. Wir rennen jetzt hier durch. Dieser doofe Lankin. Da haben wir ja. Oh, das ist Valkyrie. Das kann natürlich auch sein. Oder war es mein Schatten? Nein. Keine Ahnung, wo Valkyrie jetzt ist. Das suche ich aber auf jeden Fall nicht mehr. Komm schon alleine. Ja, gut, da folgt mir. Machen wir hier ganz entspannt entlang. So, wir müssen jetzt hier runter. Haben hier auch nichts weiter. Also ein paar Drohnen, aber die kann man sich ja schenken.
So. Dann sind wir wieder hier oben. So, ach, das sind sie jetzt beide. Kiret, den Göttern sei Dank. Ihr habt doch wohl nichts Interessantes hier unten gefunden? Genug. Schön, dass ihr nicht gelogen habt, Reinor Varnus. Dieser Bastard Baldan warf mich ins Fundament. Lächerlich. Ich habe diese Frau meinen Lebtag noch nicht gesehen. Lindner, diesen warfst du auch hinein. Dieser Reinor Varnus hat ein paar kühne Behauptungen aufgestellt. Falls ihr Beweise für die Verbrechen von Konstabler Baldan habt, würde ich vorschlagen, dass ihr sie vorlegt. Ich habe Kirits Entführung auf diesem Erinnerungsstein festgehalten. Nerama hat auch noch belastende Unterlagen. Ihr seid einfallsreicher, als ihr ausseht. Da wundert es einen nicht, dass die Weid sich euch als Gefährtin ausgesucht hat. Seth weiß, dass er die Hilfe brauchen kann. Ich werde Baldan bewachen lassen, bis ich die Gelegenheit hatte, mir die Beweise anzuschauen. Und was euch angeht, ihr könnt gehen. Hab Dank. Luciana, ich würde dem Konstabler nach unserer Rückkehr in die Basilika gerne ein paar Fragen stellen. Macht euch keine Gedanken, Varoni. Ihr wisst, wie überzeugend ich sein kann. Das tue ich, und das macht mir Sorgen. Tut euer Schlimmstes, dünnbeinige Vettel. Seht, stehe euch bei, wenn sie das tut, Konstabler. Dieser Narr hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Durch Fehler wird man klug, schätze ich. Meint ihr, dass er mehr weiß, als er zugibt? Oh, ganz sicher. Baldan kann all das nicht alleine auf die Beine gestellt haben. Aufzeichnungen löschen? Zugriff auf verwahrloste Teile des Fundaments? Das sind nicht die Taten eines einfachen Mäher. Jemand muss ihm geholfen haben. Jetzt geht es nur noch darum, herauszufinden, wer das war. Meint ihr, er wird reden? Das wird er. Auf die eine oder auf die andere Art. Für den Augenblick feiern wir erst einmal eure Leistung. Ihr habt Initiative, Kreativität und Tapferkeit gezeigt. Samt und sonders Qualitäten, die zu einem Diener Seths passen. Ihr sollt meine Bürgschaft haben. Werdet ihr auch für Nerama, Reinor und Kirit bürgen? Natürlich. Jeder von ihnen hat eine Rolle bei eurem Erfolg gespielt. Und jeder von ihnen soll einen Teil der Belohnung haben. Geht und sprecht mit dem Uhrwerkregistrar in der Registratur. Er wird euren Namen in die Kodizes eintragen. Und damit seid ihr eine von uns. Wiederum habt ihr meinen Dank. Gern geschehen. Das werdet ihr bereuen. Denkt an mich, Aufseherin. Das werdet ihr bereuen. Das bezweifle ich. Schafft dieses befleckte Stück Schrott hier weg. Viel Spaß im Gefängnis, ihr Skeva. Ah, ich komme gerade rechtzeitig. Ja. Da geht er weg. Gut gemacht, Assistentin. Ein kleiner Ausflug zum Uhrwerkregistrar und schon sind wir vollwertige Bürger der Messingfeste. Ja, aber ich glaube, hier gab es auch noch eine Himmelsscherbe hier irgendwo. Aber ich glaube, das schauen wir uns einfach an, wenn das soweit sein sollte. Ich glaube, die war hier unten irgendwo versteckt, aber jetzt den ganzen Weg irgendwie dorthin zu rennen, nur um diese eine Himmelsscherbe zu bekommen. Da gehen wir lieber zum Uhrwerkregistrar und lassen uns registrieren. Und dürfen uns dann frei bewegen in der Stadt der Uhrwerke. So ist die Frage, wir müssen hier hoch. Na gut, du Haufen Bolzen. Gehen wir es noch einmal durch. Was soll ich durch? So, ich muss hier hoch, okay. Was, Sovengarde soll ihn holen, okay. Der ist aber am falschen Ort. Oh, wo haben wir ihn denn da? Dem Wort nach ziehe ich die Räder auf. Bitte nennt euer Anliegen oder geht eures Weges. Ich bin hier, um mich als Bürgerin zu registrieren. Willkommen, mögliche Einwohnerin. Bitte nennt euren Geburtsnamen und im Anschluss den Namen eures Bürgen. Huffin, Probst Varoni Arvel. Träume, Fackelkäfer, umgedrehter Krug. Bürgschaft bestätigt und archiviert. Das Licht des Wissens, Sotaseel, heißt euch in der Messingfeste willkommen. Geht hin und erschaffet. Bestens gefügt. Was? Was hat sich gefügt?
Wo die eine Reise endet, beginnt die andere. Ich kann mir vorstellen, dass es hier in Sotasils Stadt der Uhrwerke noch sehr viel mehr zu entdecken gibt. Was steht also für euch als nächstes an? Nun kann ich endlich ernsthaft mit meiner Erforschung beginnen. Da wir uns jetzt unsere Bürgerschaft verdient haben, kann ich Ausgrabungsgenehmigungen und Antiquitätentransportscheine beantragen. Oh je, wenn ich so darüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich vielleicht doch noch nicht gleich loslegen kann. Was ist mit Reino und Kirit? Sie haben sich als nützlich erwiesen. Reinos Theorien erfordern zwar noch ein wenig Arbeit und Kirits Weigerung, auf die Stimme der Vernunft zu hören, hat mich schon beunruhigt. Aber alles in allem zufriedenstellend. Solange sie meiner Führung folgen, werde ich mich vielleicht auch in Zukunft wieder ihrer bedienen. Pass gut auf euch auf, Neramo. Ich schätze eure Dienstbarkeit und Kollegialität, Assistentin. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Anerkennung. Wenn ich die Bürokratie richtig verstanden habe, könnte ich eine Weile hier in der Messingfeste sein. Ihr könnt mich gerne aufsuchen, wenn ihr meine Unterstützung braucht. Da seid ihr ja. Gut, wir haben viel zu besprechen. Ja. Die weit für? Hier? Es ist mir ein echtes Vergnügen. Das kann ich mir vorstellen. Und nun geht eurer Wege. Ja, nun, wir sehen uns, Assistentin. Ja. Guten Tag, Fürst Für. Kommt, wir müssen uns unterhalten. Oh, aber ich will doch mich erstmal ein bisschen umgucken, die weit für. Warum muss ich denn gleich schon wieder arbeiten? Ich brauche auch mal ein bisschen Pause und Urlaub. Bei meinen Arbeitsstunden brauche ich gefühlt 2 Stunden Pause. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir mit dir weit für reden und dann mal schauen, was ihm denn auf dem Herzen liegt und wo wir denn helfen können, dass er ein bisschen besser schlafen kann. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden. Er braucht doch gar nicht mehr den Kopf zu schütteln.